Aber diese Jungs, die muss man nicht anrufen, die ruft man einfach. Und wenn sie dann auf der Bühne stehen, dann eilt der Ruf ihnen voraus. Weil sie sind großartige Musiker. Den einen haben sie vielleicht gerade eben noch im öffentlichen Bereich gesehen. Auch er ist ein ganz normaler Mensch, der ab und zu mal den Kaffee wegbringen muss. Und das hat er gerade noch getan. Mit frisch gewaschenen Händen wird er jetzt auf diese weiße Tastatur reinhauen geradezu. Wir alle freuen uns, dass diese Jungs ein großartiges Potpourri vorbereitet haben an folgenden Liedern. Als der Wäre zum einen aus, okay, und zwar natürlich, jetzt muss ich tatsächlich ein wenig trauriger und eine ganz andere Stimmhaltung annehmen. Ihr alle wisst es, ihr alle habt es mitbekommen, ihr habt es gelesen. Ein ganz, ganz großer Held ist von uns gegangen, ist jetzt auf einem Planeten, wo er in einer Fernsehserie der 70er Jahre bereits gewesen ist. Die Rede ist vom großartigen, ich habe sie gerade als Organspender erhalten, die Rede ist vom großartigen Leonard Nimoy alias Mr. Spock. Ja, unser großartiger Mr. Spock ist von uns gegangen und da diese Herrschaften genauso große Star Trek-Fans gewesen und es immer noch sind, hätten sein können, wollen, haben sie gesagt, dieses Hit ist Leonard Nimoy alias Mr. Spock gewidmet. Die schönsten Melodien aus den Star Trek-Folgen, aus den Star Trek-Filmen 1 bis 9. Allerdings werden sie vorher erstmal weggebeamt und gehen zurück in die 50er, 60er Jahre. Wir sind für Sie unsere, Ihre, meine, unser aller Boogie Brothers. Viel Spaß! Vielen Dank. Wir werden in der Tat jetzt alle Hits aus den Star Trek-Folgen spielen, und zwar die, die eben nicht im Autoradio, die haben ein Raumschiffradio. Und zwar, wenn die im Raumschiff gedreht haben, waren immer die Räume zu sehen, wo die Handlung spielt. Aber die Schauspieler in den anderen Rollen hatten ja frei und die haben Radio gehört, und die Songs, die gehört haben, die nicht im Bild waren, die werden wir jetzt spielen. Zum Beispiel ein Song, der so beginnt.